Ja, hallo, guten Morgen, hier ist der Dirk. Ich führe heute einen Wintertest mit meinem Citroën C0 durch. Ja, wie Sie sehen, hat es geschneit. Es ist, weiß nicht, minus 2 Grad etwa. Über Nacht. Habe ich den Wagen an der Haussteckdose geladen. So, mal schauen, wie voll der Akku ist und was er an Reichweite anzeigt. So, Zündung an. So. Wie ihr seht, der Akku ist voll, steht auf 100%. Die Reichweite, die angezeigt wird, steht bei 82 Kilometer. Ich werde ganz normal fahren, nicht zu stark beschleunigen, werde versuchen, überwiegend im Eco-Modus zu fahren. Gebläse und Heizung wird zum Teil an sein, damit zumindest die Scheibe frei ist. Ja, dann wollen wir gleich mal los. Bis gleich, ciao. So, es geht los. Wir fahren durch Ortschaften, Landstraße und Autobahn. So, ich beschleunige im Eco-Modus. So, ich fahre jetzt 90, erlaubt sind hier 100. Es geht jetzt Richtung Düsseldorf und dann in die Stadt. Heizung läuft ein bisschen und ein bisschen Gebläse und ab und zu auch der Scheibenwischer. So, ich fahre ungefähr 77, erlaubt sind hier 80 und es geht gleich nach Düsseldorf rein. So, jetzt sind wir in Düsseldorf. Jetzt geht's zurück aus Düsseldorf raus. Ich habe meine Erledigungen gemacht und gleich geht es auch wieder auf die Autobahn. So, da sind wir wieder. Trotz Schnee und Kälte hat alles gut geklappt, die Fahrt nach Düsseldorf hin und zurück. Wie ihr seht, ich bin laut Angabe des Fahrzeuges 40 Kilometer gefahren, habe noch eine Restreichweite von 42 Kilometern und der Akku ist noch genau halb voll.
Das entspricht genau der Strecke, die ich auch gemäß Navigation gefahren bin. Also ich bin 40 Kilometer laut Navigation gefahren und 40 Kilometer laut Anzeige des Wagens. Also trotz des schlechten Wetters, trotz der Kälte, trotz ab und zu Heizung, Lüftung und Scheibenwischer, Licht, hat der Akku noch eine vernünftige Leistung von circa 80 bis 85 Kilometer im Winter. Ja, das war's für heute. Und danke, tschüss.